Wir waren nun eine Woche in Sofia, im tiefsten Winter bei Minustemperaturen. Es war trotzdem sehr interessant. Wir wurden positiv als auch etwas negativ von einigen Sachen überrascht. Gerne in die Kommentare schreiben, wer war schon das eine oder andere Mal in Sofia oder wer lebt sogar in Sofia oder in der Umgebung. Wie sind da eure Eindrücke über die Stadt? Bin da wie immer sehr gespannt. Erste Überraschung, der Hausberg Vitosha. Das hat sich schon etwas angefühlt, wie ich es kenne aus Tirol, vor allem in Innsbruck. Es hat dann nur noch so eine Skisprungschanze gefehlt, in den Berg reingezimmert. Also mit dem hätte ich nicht gerechnet. Meine Erwartungen waren so ein bisschen mehr, dass es hier alles viel, viel flacher ist, rund um die Stadt auch, vielleicht maximal irgendwo ein Hügel rausragt. Jedoch nicht so ein Monster von Gebirge, da vor der Stadt hingezimmert ist. Und auf jeden Fall wollen wir da nochmal hin. Der Sommer würde sich auf jeden Fall anbieten. Auch die Stadt selber wird meiner Meinung nach im Sommer sicherlich einladender wirken, als bei uns es halt war mit dieser Kälte. Das hat uns schon so ein bisschen abgehalten, den ein oder anderen Ausflug mehr zu machen. Sieht halt irgendwie so ein bisschen kahl aus überall und dann die Parkrunden waren alle leer, alles so ein bisschen grau, was halt überhaupt nicht schön ist. Überall in der Stadt, vor allem in den Parks, an jeder Ecke Graffiti-Bemalungen noch oben drauf. Ich sage ja nichts, wenn man sich da ein bisschen Mühe gegeben hätte und etwas Schönes da auf die Wände zu besprühen. Hatten wir auch in Albanien oder in der Türkei gesehen, dass da Wände, Treppen oder Gebäude bemalt waren mit echt schönen und tollen Kunstwerken. Aber das kennen wir auch aus anderen großen Städten in Deutschland. Oder auch ich habe das öfters in Wien gesehen und mich immer wieder darüber geärgert. Ansonsten, der Verkehr in der Stadt ist definitiv abenteuerlich. Es gibt dort klar ganz viele Busse, aber auch Straßenbahnen. Und das scheint für viele Autofahrer dort so ein bisschen ein Handicap zu sein. Waren jetzt nicht so lange dort, eben diese eine Woche, aber beinahe Unfälle mit Straßenbahnen, die nicht umsonst anscheinend in der Innenstadt fast nur Schritttempo fahren. Und dann halt auch einen Unfall mit einem Verkehrsbus gesehen. Also für uns war das Autofahren kein Thema in der Stadt. Wir haben quasi das Auto versucht außerhalb zu parken, denn in der Innenstadt ist das Parken für uns ja fast nicht möglich. Du brauchst ja eine bulgarische Handynummer, um das halt zu bezahlen. Du kannst dann anscheinend in bestimmten, ich weiß nicht, Kiosken oder irgendwelchen kleinen Infostellen irgendwelche so Parktickets kaufen. Aber da hat uns ein bisschen das Wissen gefehlt. Dementsprechend haben wir ja, ein bisschen außerhalb von unserer Wohnung geparkt, 20 Minuten Fußmarsch. Dann sind wir ausgewichen auf eine Metro. Es gibt ja insgesamt drei Linien, die relativ modern sind, mit so Gitterschranken an größeren Haltestellen. Ich denke, aus der Sicht eines ehemaligen Lokführers würde so eine Investition auch in Deutschland kein Vermögen kosten. Ich denke da an die vielen Opfer, zum Beispiel auch in Wien. Aber auch in anderen deutschen Großstädten, wo halt irgendwelche Holzköpfe einen anderen Menschen vor eine ankommende Bahn geschubst hatten, hat man immer wieder auch in den Medien gelesen. Dementsprechend tolle Sache. Und die Metro dort definitiv sehr sinnvoll. Ich habe gelesen, dass das auch von der EU finanziert worden ist. Also die Metro gibt es noch gar nicht so lange in Sofia. Angesichts des Verkehrs in der Stadt ist das sicherlich nicht verkehrt. Und es gibt 24-Stunden-Tickets und 72-Stunden-Tickets, die man sich holen kann. Wir haben uns dann für Letzteres entschieden. Man lässt sich da so eine Karte ausstellen, die kostet, glaube ich, 50 Cent, an einem der Infocenter bei den größeren Metrostationen. Und ich meine, das 72-Stunden-Ticket hat 15 Lever gekostet pro Person, rund 7 Euro. Und du kannst damit halt auch alle anderen Verkehrsmittel nutzen, also Busse, Straßenbahn und eben auch die Metro. Was negativ ist, es gibt keine Altersbeschränkung, deswegen ein Kind zahlt zum Beispiel den vollen Preis. Trotzdem eine sehr sinnvolle Investition, um von A nach B zu kommen. Wir haben auch den Bus genutzt. Dort haben sie auch Wi-Fi im Bus drinnen. Also alles sehr, sehr modern. Da sind wir nämlich mit dem Bus Richtung Studentenviertel gefahren. Ich meinte, ich hätte da eine Eishalle auf Google Maps gefunden. War auch so ein Eiscenter, aber halt nicht, wo man frei laufen darf, sondern die wurde halt sehr sportlich genutzt. Ja, da haben die halt trainiert, Eiskunstlauf und so weiter. Und ja, man hätte da erst ab 21 Uhr freilaufen dürfen. Da frage ich mich, wer das in seiner Freizeit um diese Uhrzeit in Anspruch nehmen würde. Aber gut, haben da auch festgestellt, dass die Preise da in diesem Studentenviertel viel, viel günstiger sind als in der Innenstadt. Sind da dann in so ein Restaurant reingestolpert, wo viele Studenten auch drin waren. Sehr, sehr modern alles. Buffet mit locker 50 oder mehr verschiedenen Speisen, von Spaghetti, Carbonara bis die klassischen Fleischspezialitäten aus Bulgarien, Salate,
Also da war für jeden was dabei. Lecker und günstig. Wenn das so ein bisschen zu viel ist, es gibt auch noch Dönerbuden, wo man schon ab 2 Euro eine warme Mahlzeit bekommt. Dafür haben wir in der Innenstadt nicht mal eine Suppe bekommen für das gleiche Geld. Also war schon interessant zu sehen, die Unterschiede. Eislaufen war die Susanna dann trotzdem. In einem der vielen großen Parks, die es in Sofia gibt, hatte man so eine Public-Eislaufbahn aufgebaut. Wie man es kennt, mit Musik und vielen Hütten drumherum, die fast halt alle zu waren. Und scheint sich wohl nicht zu lohnen. Bei den Preisen auf jeden Fall wundert es mich nicht. Für 2 Stunden Eislaufen mit Schuhe ausleihen waren das, glaube ich, rund 7 oder 7 Euro oder über 7 Euro. Also für bulgarische Verhältnisse schon eine gewisse Hausnummer. Wir hatten von Freunden zum Beispiel gehört, dass in Burgas das kostenlos gewesen sein soll, so eine Eislaufbahn. Aber gut, war trotzdem ein schönes Erlebnis, wenn auch wieder sehr, sehr kalt. Beeindruckend war, dass man an vielen Metrostationen gleichzeitig auch so unterirdische Ausgrabungen besichtigen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sich damals im Kommunismus die orthodoxen Gläubigen verstecken müssen, für ihre Gebete und ihre Kirchen dementsprechend unterirdisch errichtet. Und auch andere archäologische Ausgrabungen, wo ich denke, es wird etwas aus der römischen Zeit sein, haben wir auch gesehen. So wie ich es gelesen habe, handelt es sich um die antike Stadt Srdica, so heißt auch die Metrostation. Und ja, die Eintritte dort sind alle kostenlos, man kann sich das alles angucken, frei zugänglich. Gibt sonst auch zahlreiche Museen. Das Nationalmuseum hätte mich interessiert, wo die ganzen Schätze ausgestellt sind. War dann doch ein Ticken zu weit weg und irgendwo hat sich dann nicht ergeben. Wir haben uns dann für ein Mineralsteinmuseum entschieden. Susanna liebt ja Steine. Sie war schon letztens in Danzig begeistert von dem Bernsteinmuseum, wo wir waren. Und hier in Sofia gibt es die größte Ausstellung, anscheinend ist das was ganz Besonderes in Bulgarien, wo viele berühmte Forscher, die schon vor über 100 Jahren ihr Leben sich der Erforschung von Höhlen verschrieben haben und da halt verschiedene Studien, wo welche Steine zu finden sind und das alles halt ja, dokumentiert haben. Überraschend, wie riesig das war. Und man kann da halt locker mehr als 2 Stunden verbringen. Für Kinder gibt es dann noch so eine Forscherecke, wo sie verschiedene Aufgaben spielerisch lösen können. Der Eintritt für die ganze Familie mit dem Kindereckenaufpreis waren ca. 4 Euro. Leider haben die dort keinen Kaffeeautomaten. Also an alle Bulgaren, die da geschäftlich unterwegs sind mit Kaffeeautomaten oder jemanden kennen und das Video gucken, es gibt tatsächlich noch eine Ecke in Bulgarien, wo es keinen Kaffeeautomaten gibt, der aufgestellt ist. Wer da in Bulgarien schon mal unterwegs war, es gibt schon wirklich an den entlegensten Orten steht oft ein Kaffeeautomat, wo man es gar nicht vermuten würde. Highlight natürlich die Alexander Nevsky Kathedrale, extrem riesig, da einfach mitten auf so einen riesigen Platz in der Stadt reingezimmert. Ja, leider war der Zugang zu der Zeit geschlossen, die hätten da irgendwie später aufgemacht oder hatten da irgendwas renoviert drinnen und ja, trotzdem war es von außen schon mal ein beeindruckendes Denkmal. Ansonsten sind wir noch an der Kirche des heiligen George Rotunda vorbeigestolpert, weil wir eigentlich eine Abkürzung zur Wohnung nehmen wollten. Habe ich auch jetzt erst bei der Recherche der ganzen Namen, wie die ganzen Sehenswürdigkeiten heißen, entdeckt, dass wir da ohne zu wissen vorbeigestolpert sind und sogar noch im Innenhof des Präsidentenpalastes waren. Also wir sind schon extreme Kulturbanausen, würde ich mal sagen. Die heilige Statue Sveta Sofia fand ich persönlich irgendwie beeindruckend. Erst jetzt die Bedeutung gelesen, jedoch damals habe ich es schon beim regelmäßigen Vorbeigehen mir schon ja, so gespürt, dass das sicherlich von den Erbauern einen gewissen Sinn ergeben hatte. Die heilige Statue Sveta Sophia ist auf jeden Fall für mich ein persönliches Highlight gewesen. Der Vitosha Boulevard, da sind wir irgendwie reingestolpert und ich muss sagen, ja, selbst im Winter ist es ein feiner Ort, um seine Zeit zu verbringen. Eine Fußgängerzone, die schon eine gewisse Länge hat, also man ist da nicht irgendwie in 2 Minuten durch. Und im Sommer ist es sicherlich noch viel feiner, draußen irgendwo zu sitzen, seinen Kaffee zu trinken und halt diesen Blick auf den Vitosha zu haben. Es ist auch nicht irgendwie erdrückt mit irgendwelchen großen Einkaufsgebäuden, alles sehr bodenständig gehalten, mit kleineren Shops und kleineren Cafés, also relativ gemütlich, wie ich finde. Der Kulturpalast ist auf jeden Fall auch ein beeindruckendes Monument des Kommunismus und ja, sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Also für alle Kulturfans ist da was dabei, Konzerte, Opern, Ballettaufführungen und vieles mehr. Das Gebäude selber ist fast 40 Jahre alt, wurde 1985 fertig gebaut.
hat eine Gesamtfläche von über 100.000 Quadratmetern, die sich auf über 8 Etagen verteilen, zusätzlich noch 3 unterirdische Ebenen, also richtig, richtig riesig das ganze Teil. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, auch kostenlose Stadtführungen zu buchen. Da muss man sich ein bisschen im Internet erkundigen. Da sind anscheinend junge Leute, die sich damit befassen und die Leute kostenlos unter Anführungszeichen durch die Stadt führen. Am Ende einer Führung kann man dann eben Trinkgeld geben, je nachdem, wie einem das gefallen hat. Englischsprachig, bulgarisch und ja, ich glaube englischsprachig, Deutsch gibt es glaube ich nicht. Habe ich auf jeden Fall von einigen schon gehört, ist eine tolle Erfahrung. Ich denke mal im Winter wollten wir diejenigen nicht quälen. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt Buchungen dann anbieten. Aber ich denke ab dem Frühjahr bis in den Herbst rein kann man die Jungs und Mädels für eine Stadtführung buchen. Und ich denke mal, ist sicherlich auch nichts Verkehrtes. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne in die Kommentare schreiben, was euch so auf dem Herzen liegt. Wir werden unsere Reise nun weiter Richtung Norden Bulgariens fortsetzen und weiter berichten über unsere Erfahrungen und Eindrücke. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und wenn du noch kein Abo bei uns hast und mehr Videos sehen möchtest, gerne den Kanal abonnieren. Und somit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.